Herzlich willkommen bei Slevin Streamed Sport. Wir spielen wieder den Formel 1 Manager 22, wie ihr sehen könnt. Und wir sind direkt drin in Q3. Heute also keine Management Parts vor dem Qualifying und dem Rennen. Wir gehen direkt rein hier in Singapur in Q3. Und ihr seht es, aktuell belegen wir P1 mit Bottas und P2 mit Norris. Und ganz, ganz schwach unterwegs sind ja die Ferraris, muss man sagen, beziehungsweise ein Ferrari. Denn Leclerc sehen wir gar nicht und wir sehen auch Verstappen überhaupt nicht. Also Leclerc und Verstappen scheinen tatsächlich hier zu schwächeln, sind nicht unter den Top 10. Und wir versuchen jetzt, diese Chance zu nutzen und die Pole Position zu holen. Bottas ist der Erste, der auf seine letzte schnelle Runde hier geht. Wir vergleichen natürlich gleich wieder die Zeiten bei den ersten Sektoren. Also Bottas eine 1:34.786 aktuell. Die Bestzeit, Norris haben wir dahinter mit fast 2 Zehntel Rückstand. Das zieht sich schon durchs ganze Wochenende durch, dass Norris so pro schneller Runde immer so 2 bis 3 Zehntel Rückstand hat. Ich glaube nicht, dass er da jetzt näher rankommen wird. Derweil sehen wir bei Bottas, dass die erste Sektorzeit fehlt. Das ist ja manchmal so in diesem Game, das ist so ein kleiner Bug, dass manchmal die Sektorenzeit fehlen. Bei Norris ist sie da, eine 26.678 ist ein grüner erster Sektor für ihn, das ist schon mal gut. Wir schauen direkt mal zu ihm zurück. Hier sehen wir ihn gerade. Sehr, sehr schwierige Strecke. Also wenn ich die selbst bei F1.22 zocke, dann freue ich mich da nicht drauf, denn ganz kurz mal die Mauer berührt und schon hast du einen Schaden. Also einfach ist diese Strecke definitiv nicht. Zweiter Sektor bei Bottas wird jetzt angezeigt. Den haben wir grün. 36.385. Auch grün bei Norris, aber doch deutlich schlechter. Fast ein Zehntel verliert er im zweiten Sektor allein. Und Perez hat jetzt Norris überholt, aber er kommt nicht ganz ran an Bottas. Kann, oh, Gasly geht auch vorbei an Norris. Also Bottas scheint die Pole sicher zu haben. Ich glaube nicht, dass, ja, wobei Sainz kommt noch. Sainz fährt jetzt gleich über die Linie. Ne, der fährt sogar hinter Bottas über die Linie. Jetzt müssen wir erstmal hoffen, dass Bottas sich verbessert. Oh, nur ganz knapp verbessert. Nur um 3000stel, das ist nicht so gut. Jetzt kommt gleich Sainz über die Linie. Kann der sich die Pole holen? Nein, Sainz fliegt hinter Norris zurück und Norris überholt Gasly. Wir haben keine erste Startreihe mit Williams, aber immerhin P1 und P3. Wenn alles nach Plan läuft, dann erwarten wir hier ein relativ langweiliges Rennen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt vielleicht zum Zuschauen nicht ganz so geil, aber wir müssen ja schon schauen, dass wir wirklich den Weltmeistertitel jetzt so langsam wirklich anpeilen können. Und in Singapur bietet es sich jetzt einfach an, direkt Vollgas davon zu fahren. Wir haben folgende Strategie gewählt. Mit den Roten starten wir, dann wechseln wir auf die Gelben. Beide haben die gleiche Strategie und wir verfolgen ganz einfach den Plan, dass wir relativ früh jetzt eine Doppelführung einfahren können. Und wenn uns das gelingt, dann versuchen wir mit beiden Autos einfach direkt in den ersten 2, 3 Runden davon zu fahren. Am besten in den ersten 2 Runden, so dass wir mit DRS dann uns gemeinsam gegenseitig helfen können und eben die Red Bulls, beziehungsweise den Red Bull, nämlich Perez, aus dem DRS-Fenster rausfahren. Und da Verstappen und Leclerc so weit hinten stehen, nämlich auf der 13 und der 14, haben wir hier überhaupt nichts zu befürchten. Und jetzt sehen wir schon, dass es geglückt ist, dass Norris vorbei ist an Perez. Und jetzt müssen wir die Sekunde bloß herstellen innerhalb der nächsten 1, 2 Runden. Und dann können wir beide Autos vermutlich auf 1 und 2 relativ chillig ins Ziel bringen. Denn mit den roten Reifen können wir wirklich die ganze Zeit absolut Vollgas geben, um dann auf die gelben zu wechseln und ein bisschen runterzuschrauben und das Ding locker nach Hause zu bringen. Also das scheint jetzt aktuell sehr, sehr gut zu funktionieren. Perez kann uns nicht folgen, der Rest sowieso nicht. Verstappen und Leclerc sind viel zu weit hinten. Die werden große Mühe haben, hier vorbeizukommen an den anderen Autos. Und wir fahren jetzt, ja, fast schon gemütlich einem Doppelsieg entgegen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das wird vielleicht jetzt eine bisschen langweilige Ausgabe. Aber wenn wir den Doppelsieg einfahren können, dann nehmen wir das Ding natürlich jetzt mit. Eieieiei, die Konkurrenz wird heute richtig zerfleischt von uns. Schaut euch mal den Abstand an. 28 Sekunden liegen wir vor Joe. Man muss dazu sagen, dass natürlich einige jetzt schon in die Box gefahren sind. Zum Beispiel Alonso und Perez. Sainz zum Beispiel auch. Wenn wir uns da den Rückstand anschauen. Sainz hat 51 Sekunden Rückstand auf uns. Perez 51 Sekunden. Klar, die waren schon in der Box. Oh, jetzt hat jemand hier jemanden abgeschossen. Piastri vermutlich. Aber es gibt wohl kein Safety Car, wenn ich das richtig sehe. Also wir sind hier deutlich schneller unterwegs. Jetzt schauen wir uns den Crash mal an, dass wir wenigstens ein bisschen Action hier zu sehen bekommen. Hier sehen wir auf der linken Seite Piastri, jetzt auf der rechten Seite der Mann in Orange.
drückt hier, ja, Hamilton oder Russell gegen die Mauer. Auf der Strecke herrscht Chaos. Einer von beiden wird es gewesen sein. Die sehen wir hier, wahrscheinlich Russell. Ja, wir fahren eine schnelle Runde nach der anderen. Wir haben jetzt auch gewechselt. Norris fährt jetzt auf der 1 und Bottas auf der 2. Warum? Ganz einfach, weil natürlich Norris im Windschatten von Bottas die ganze Zeit Benzin gespart hat. Und jetzt hat Norris 61 Kilogramm Benzin an Bord und Bottas nur noch 56. Deswegen wechseln wir jetzt mal, dass die zweite Hälfte des Rennens Norris vorne fährt. Aber das ist letztendlich ja ein Spaziergang für Williams. Ganz ehrlich, wir haben einen riesen Vorsprung. Wir können uns sogar einen Boxenstopp mehr erlauben als die Konkurrenz und wären immer noch auf 1 und 2. Also das scheint wirklich ein sehr, sehr langweiliges Rennen zu werden, wenn nicht noch ein Safety Car oder eine Red Flag kommt. Ja, und als hätte ich es geahnt, nur wenige Kurven später gibt es tatsächlich ein Safety Car. So, hier hat es gekracht. Wer ist das? Das ist Russell, glaube ich. Der scheint aber ohne, oh mein Gott, ohne Konkurrenteneinfluss. Rast er hier einfach gegen die Mauer, okay. Und damit ist er auf jeden Fall raus aus dem Rennen. Bei Mercedes dreht man immer mehr durch. Also die bräuchten auch mal einen neuen Teamchef, da läuft ja gar nichts zusammen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall, also Mercedes, 19 und 20, unfassbar. Wir haben jetzt auf jeden Fall natürlich den Boxenstopp angekündigt. Wir wären jetzt eh reingekommen. Schaut euch die Reifen an, 35%, wir wären jetzt eh reingekommen. Wir werden jetzt mit beiden auch gleichzeitig stoppen. Ist ja völlig wurscht. Wir haben einen riesigen Vorsprung. Wir werden trotzdem auf 1 und 2 bleiben. Safety Car wartet da vorne schon. Wir kommen hier, werden stoppen. Hier ist Joe, der aktuell unser ärgster Verfolger ist. Ich glaube, der war auch noch nicht in der Box. Ja, Joe und Vettel profitieren davon natürlich jetzt mächtig. Die sind hier beide, also die Alpha Tauris. Unfassbar, die stoppen jetzt und werden wahrscheinlich auf 3 und 4 bleiben. Das ist wirklich ein großer, großer Gewinn für die beiden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das am Ende für die ausgeht. Jetzt gehen wir rein ins Live-Bild, schauen zu, Bottas und Norris gehen rein. Norris vorne, Bottas dahinter. Wie gesagt, das ist die aktuelle Reihenfolge, einfach wegen dem Benzin. Und klar, Bottas muss jetzt warten bei seinem Stop. Aber das ist völlig wurscht, wir haben so einen großen Vorsprung. Die können dann ruhig hintereinander abgefertigt werden. So. Schauen wir gleich mal zu Bottas, der steht hier hinten rum, jetzt kommt er. Zack, Reifen drauf auf die gelben, damit können wir locker durchfahren. Und jetzt schauen wir mal, wo Joe aktuell ist, der kommt hier. Kommt jetzt um die Kurve und beginnt jetzt Start und Ziel, sehen wir hier, während wir schon am Ende sind. Also, ganz, ganz lockere Führung und ja, Problem ist, der Vorsprung ist natürlich jetzt dahin. Der riesengroße Vorsprung ist dahin, über 50 Sekunden hatten wir teilweise schon auf die größten Konkurrenten. Jetzt müssen wir uns den wieder rausfahren, aber ich glaube, mit den neuen gelben Reifen wird das dann beim Restart genauso wenig ein Problem sein, so wie es vorher der Fall war. So, jetzt gibt es den Restart. Bottas sagen wir natürlich, dass er nicht gegen den Teamkollegen kämpfen soll, aber wir geben mit beiden jetzt Vollgas. Ich zeige euch mal die Einstellung, also ganz easy, Vollgas mit beiden. Und das Ganze machen wir jetzt 2 Runden lang. Und dann sollten wir eigentlich die beiden Alpha Tauris abgehängt haben. Für Verstappen ist es natürlich super, der ist auf 9 vor, Leclerc ist auf 12 vor. Die werden beide wahrscheinlich noch in die Punkte fahren, also Verstappen sowieso. Aber die Alpha Tauris tun uns natürlich extrem gut jetzt hinter uns als Puffer. Beide werden die Konkurrenz aufhalten und wir können gechillt davonfahren. Wir haben jetzt schon wieder die Sekunde Vorsprung und können jetzt eigentlich schon fast wieder runterschalten. Also das Rennen ist für uns wirklich ein absoluter Spaziergang. Wir schalten jetzt schon wieder ein bisschen runter, dass wir nicht so viel Risiko haben. Und ja, jetzt fahren wir einfach wieder zu zweit dem gesamten Fahrerfeld davon. Es ist nicht zu fassen. Auf der Strecke herrscht Chaos. Wird wohl nichts mit einem Doppelsieg. Jetzt sehen wir ganz im Gegenteil. Bottas hatte die Aufgabe, eigentlich nicht zu überholen. Und jetzt crasht er unsere Norris raus. Wir sind so souverän wieder. 16 Sekunden haben wir rausgefahren. Das ist nicht zu fassen. Hier nochmal. Bottas verbremst sich, crasht Norris in die Mauer. Und jetzt haben wir nämlich folgendes Problem. Nicht nur, dass Norris ausgeschieden ist und keine Punkte holt, sondern Bottas hat auch noch eine Strafe bekommen. Das muss man sich jetzt mal geben. Das heißt, wir fahren jetzt auf jeden Fall rein in die Box. Holen uns rote Reifen, die neuen. Oh, wir haben sogar einen Frontflügelschaden. Oh mein Gott.
Also wie kann man denn einen so sicher geglaubten Doppelsieg noch herschenken? Norris geht leer aus. Bottas kriegt 5 Sekunden Zeitstrafe. Oh Gott, also ich weiß nicht, ob das ein Sieg für Bottas wird. Am Ende werden wir mit Bottas irgendwie Siebter und Norris kriegt keine Punkte. Und das, obwohl wir so souverän geführt haben. Das muss man sich jetzt echt mal vorstellen. Das ist doch jetzt echt nicht zu fassen. Also wir sind in der Box, wir kommen wieder raus. Wir brauchen natürlich ewig. Ja, das ist jetzt natürlich volle Katastrophe für uns. Jetzt gibt es dann den Restart. Wir sind auf Platz 10 zurückgefallen. Also unfassbar, wie das kein Doppelsieg werden kann. Das ist nicht zu fassen. Also, ich bin komplett sprachlos, wie wir das jetzt hergeschenkt haben. Wenn uns das am Ende die KWM oder die Einzelfahrer-WM kostet, dann weiß ich auch nicht mehr. Das Safety Car fährt rein. Ja, und wir haben jetzt mit Bottas ein paar Runden richtig schöne Power vor uns. Denn wir sind Zehnter und natürlich wollen wir dieses Rennen gewinnen. Vor uns sind nur Autos mit heruntergekommenen Reifen, die gelb und weiß sind, aber es sind nur noch 2 Runden zu fahren. Es ist nicht zu fassen. Sind nur noch 2 Runden zu fahren. Ja, was können wir da jetzt noch erreichen? Nicht viel wahrscheinlich. Die bleiben wir jetzt live drauf. Leider ist das Safety Car zu lange draußen geblieben. Und wir haben einen Frontflügelschaden gehabt, mit dem wir halt sowieso reinkommen mussten. Also letztendlich, klar hätten wir jetzt auch draußen bleiben können. Wahrscheinlich wäre das sogar cleverer gewesen. Aber ich war jetzt so perplex, dass wir Norris verloren haben, dass ich automatisch reingefahren bin in die Box. Wahrscheinlich hätten wir draußen bleiben sollen. Dann wären wir Erster und hätten einfach nur verteidigen müssen. Mit kaputten Frontflügel. Da hätten wir wahrscheinlich das Rennen sogar noch gewonnen. Aber jetzt haben wir dieses Chaos natürlich. Oh Gott, das ist nicht zu fassen. Jetzt tun wir uns natürlich auch schwer zu überholen, weil der Parcours halt überhaupt nicht dafür gemacht ist, zu überholen. Aber mit den Reifen sollten wir eigentlich doch schnell an diesen Autos vorbeikommen. Das gibt's doch nicht. Aber er scheint sich schwer zu tun. Gibt natürlich auch kein DRS. Überall Stau. Und wir kommen jetzt nicht vorbei an den Kollegen. Ja, das ist natürlich frustrierend ohne Ende. Ich bin ehrlich gesagt absolut sprachlos. Absolut sprachlos. This will be our last lap. You did a good job. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Keep doing what you're doing. Das war ein Überholmanöver von Williams. Check the flag. Thanks, guys. Good job. It's an excellent drive. When you stop, it will be P1. Wait 5 seconds. Also wenn man denkt, dass man alles erlebt hat, dann überrascht einen das Spiel dann doch noch. Wir, also wir haben so souverän geführt wie noch nie und dann kommt dieser,
teaminterne Crash zustande, nicht zu fassen. Norris geht natürlich leer aus. Bottas wird am Ende 8er, hat zumindest Leclerc und Magnussen noch überholen können. Hat die schnellste Rennrunde in der letzten Runde auch noch erobert, also immerhin hat er das geschafft. Dementsprechend ist es kein totales Fiasko. Bottas holt immerhin 5 Punkte, ja, baut damit seine Führung von Norris natürlich aus, aber Verstappen, Sainz und Perez kommen deutlich, deutlich näher. Und auch in der KWM war das natürlich kein gutes Wochenende. Die Sache ist noch lange nicht entschieden, Leute. Es sind noch einige Rennen zu absolvieren. Und auch wenn wir gerade hier in Singapur total souverän unterwegs waren, ihr habt gesehen, wie schnell es gehen kann, dass einem plötzlich beide Autos ausfallen und die Konkurrenz plötzlich 30 Punkte macht. Also entschieden ist das Ding noch nicht. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir weiterhin die Daumen drückt. Unser Ziel ist ganz klar, Weltmeister zu werden. Und das in der KWM und in der Fahrer-WM. Schaltet also wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Slevin streamt Sport.